Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen jetzt hier zum fünften Spieltag. Ist das der fünfte Spieltag? Ich habe aufgehört ab 3 zu zählen. Oh Gott sei Dank schon der fünfte. Wie viele haben wir denn noch? Oh, Schwein. Sag doch mal. Ich weiß es doch. Achso doch, insgesamt müssen wir 11 haben. Wir sind 12 Leute. Um Gottes Willen. Das heißt also, wir sind nicht mal bei der Hälfte. Also schon irgendwie, du weißt schon, was ich meine. Scheißegal. Uns fehlen noch 6 Spieltage plus den hier. Scheißegal. Wir sind wieder hier. Ich bin diesmal nicht mit meinem Low-Budget-Setup mit dabei, auch wenn ich finde, dass die Qualität persönlich viel besser war beim letzten Video als jetzt heute. Das hat mir viel mehr gefallen. Perfekt. Sehr gut. Ihr wisst Bescheid, Teambuilding ist in der Videobeschreibung, also zur Pokepaste. Und da könnt ihr dann auch so ein bisschen unser Team einfach begutachten und so weiter. So, Pok Galaxy. Ich hab dich gar nicht begrüßt, tut mir wirklich leid. Hallo, ja, hallo. Hallöchen, ich bin auch wieder dabei. Ich freue mich, wie man gehört hat. Du gehörst auch mich dazu. Ja, also was sehen wir denn hier beim Gegnerteam? Ich sehe auf jeden Fall Terrakotta. Was siehst du da? Terrakotta, ja, tatsächlich. Ja, ich sehe auch eine Schildkröte. Ich sehe einen Ich sehe da auch einen Yo Gamer Yo, ja. Stein. Stein. Yo. Yo, Gamer, yo. Ich will Setups sehen und dann will ich das auch rauswechseln, bitte. Das ist immer noch das Allergeilste. Du hattest nicht die größte Verbindung zu dieser Season gehabt, aber trotzdem, was du davon mitbekommen hast. Ja. Das war, glaube ich, so einer der wenigen Momente. Vielleicht einer von 3 oder so. Ist echt so, ja. So geil. Okay, pass auf. Also, wir haben ja unsere Strat, ja. Wir haben nämlich hier, das ist ja das Geile, wir haben ja Fäustchen mit Flösschen als Duo, okay? Würdest du sagen, dass wir da auch einfach direkt reinschallern sollten? Einfach Fäustchen. Ich würde schon sagen, ich glaube nicht, dass er mit sowas wie Magneton leaden möchte. Fach, geh nach Hause. Obwohl, auf jeden Fall nicht. Na, also, Quatsch. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn dann da kommt, dann gleich hier Fett, Dynamax, dies, das, da Action. Terrakotta und dann machen wir den halt eben so fertig. Genau, der sieht da, der hat sich nicht auf Terrakotta geprappt, denkt er, aber wir sind viel zu smart. Das ist echt so. Und dabei sehe ich sogar tatsächlich Kerzchen mit Zähnchen, oder? Ja, doch. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir damit so liegen? Wir auch auf jeden Fall gut. Wobei, okay. Was macht Steinchen so? Steinchen? Ja, weiß ich nicht. Steinchen ist auch solide eigentlich. Also Steinchen, es geht sogar, weil Gigalith nicht dabei ist. Aber ja, ich würde sagen, Kerzchen und Zähnchen tun es auch hier, weil die sind einfach super schnell. Die sind die schnellsten Mons. Das ist unsere schnellste Einigung für den Start eines Kampfes. Ich werde nicht mehr, Freundchen. Das ist unglaublich. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Oh, das gefällt doch. Das ist eigentlich. Ja. Also jetzt wäre natürlich schön, wenn wir nicht physisch wären und einfach so ein Muddyboard da rausknallen könnten. Stimmt, aber scheiße. Aber es ist gar nicht so schlimm. Aber es geht. Ne? Ich wollte gerade sagen. Die Frage ist, was für eine Strat fährt er hier jetzt? Ich wollte auch gerade. Was kann er denn überhaupt fahren? Warte, bin ich jetzt mal einfach so frei, weißt du, gehst jetzt einmal kurz durch deine Gedanken und so. Du schaust jetzt einfach mal ein bisschen selber. Ich bin jetzt hier mal kurz in meinem eigenen Film, ja? Nee, die Frage ist halt gerade, Nee, ich weiß halt echt nicht, was kann denn Golurk, was irgendwie unterstützend sein könnte? Oder will er Helping vielleicht Hand sogar mit Terrakion und Golurk unterstützen? Der kann Helping Hand, ne? Obacht, Obacht. Ja, Helping Hand. Ja, aber Helping Hand, wie viel verstärkt denn das? Ach, papalapap. 1,5, ne? Das ist ja nichts, da ist ja Prügler trotzdem 1000 Mal besser. Ja, auf jeden Fall. Also wir können theoretisch hier einfach draufbleiben, Coaching zu drücken, den zu Dynamaxen und dann halt einfach eine Wasserattacke zu droppen. Also ja, richtig, richtig. Ja, das droppen wir auch. Aber die Frage ist, auf wen? Weil es ist auf beides nicht schlecht. Es könnte auch sein, dass er Ally Switch auf Golurk spielt, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, aber das ist ja eigentlich egal, in dem Fall, weil wir ja beides treffen. In der Tat, ja, das stimmt schon. Soll ich einfach mal weg? Achso, ja? Ja, vielleicht will er sogar einen von beiden oder beide sogar zurückziehen. Würde ich auch sehen. Aber ist egal. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen auf Coaching und Max Geysir einfach die Water-Attacke, genau. Die Sache ist jetzt gegen Terrakion oder gegen Golurk? Weil stell dir mal vor, guck mal, stell dir mal vor, er geht jetzt auf deiner Wall mit Terrakion und Golurk setzt zum Beispiel Trick ein oder so. Ja, ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Und ich sehe auch sogar, wenn er hier denkt sich, oh shit, Matchup verkackt, dann wechselt er eher Terrakion in jetzt sowas wie. Hätte ich auch gesagt. Oder beziehungsweise eher Blastoise. Ja. Also ich würde sogar überlegen, in Golurk reinzuschießen. Ja, dann schießen wir einfach. Ja gut, Golurk, mein Freund. Ciao, Bella. Weil ich meine, wir sind auf plus 1 Verteidigung und so und Terrakion, der wird ja nicht geboostet, also der kriegt ja, also vielleicht Helping Hand oder sowas, aber der kriegt ja keinen Prügler und so, das heißt, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht so große Angst haben. Ich bin echt gespannt, weil ich hab schon, ich glaube schon, dass der. Ja, siehst du, guck. Ja, genau. Yes, ja, ja. Komm, guck. Coaching? Das ist so dumm, ne, aber ich feier das. Und? Ja, tschüss. Ja, perfekt. Eigentlich so, perfekt. Aber war, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das war halt klar, dass er Terrakion auf jeden Fall eher, aber das heißt, könnte das vielleicht ein Zeichen sein, dass er Dingenskirchen nicht dabei hat? Blastoise? Doch. Jetzt kommt er. Okay, das ist merkwürdig. Okay, egal. Okay, hi Blastoise.
Grüße. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Gehen wir weiter Coaching oder? Ich hätte Coaching gesagt, nur wir haben, glaube ich, ein kleines Problem, wenn, also, wobei, nee, Magneton ist ja süß. Nee, okay, wir haben kein Problem. Mach dir keine Sorgen. Wir können for free eigentlich hier Coaching drücken und ich weiß jetzt halt nicht, was er Dynamax. Ich glaube, Magneton eher weniger, aber. Was drücken wir denn an? Max Strike auf Blastoise, dann sind wir schneller als der? Oder was macht denn der Fairy Move schnell? Das ist Misty Terrain setzen. Haben wir sowieso. Ach so, ja gut, das ist jetzt nicht so notwendig. Also, ja gut, Giga Impact. Oder Max Geysir halt auf Magneton, also das. Naja, ich glaube aber, der wird auf Magneton Sturdy halt eben spielen, ne? Also. Ja, deswegen. Aber andererseits, können wir auf plus 2 schon Blastoise one-shotten? Also, wir können Blastoise one-shotten auf plus 2 mit Max Starfall. Max Starfall, okay. Ja, true, können wir tatsächlich machen. Ja. Also, wenn du magst, also, können wir jetzt einfach Coaching drücken, Max Starfall gegen Turtok. Ja, das sehe ich mir, weil er hat ja nur Terrakion in den Händen, also wenn, dann kann er nur Terrakion da reinsetzen. Ja gut, weil ich glaube, machen wir das. Bei Magneton können wir absolut noch handeln, also dafür haben wir Chandelure und der boxt den einfach One-Shot weg, so. Richtig, richtig. Blastoise, mein Freund. Wobei, ist aber auch nicht schlimm, ach, der spielt sogar Support Blastoise, ist aber auch nicht so schlimm, weil das ist vielleicht schon schlimmer, aber das Coole daran ist, dass wir mit Chandelure trotzdem das Magneton, glaube ich, One-Shotten. Wobei, wenn er Sturdy spielt, natürlich nicht, ne? Jetzt ist halt die Sache, das könnte vielleicht eine Roll sein jetzt, das ist schwierig. Ja, ja. Gut, dass wir auf den Ding-Move gegangen sind, weil da kommt die Misty Terrain wieder draußen. Richtig, ja. Ja, es ist halt jetzt die Frage, ne? Coaching oder... Was würdest du denn sonst drücken außer Coaching, ne? Wir könnten D-Tech Coaching drücken, weil wir wissen, dass Flösschen sowieso stirbt wahrscheinlich. Also, maybe. Aber, wir können sogar D-Tech drücken, damit Riolu stirbt. Weil, die Sache ist, wenn Flösschen jetzt überleben sollte, ja? Dann wird die Custer Barrier aktiviert im Next Round. Das heißt, wir würden sowieso was rausnehmen. Wenn wir das nicht überleben, ist es egal. Also, dann hätten wir nichts davon, wenn wir Coaching drücken, weißt du? Ja. Hat das in deinem Kopf jetzt Sinn ergeben? Ja, irgendwie. Irgendwie. Aber wieso? Wir sind ja dann, wenn die Custard Berry triggert, sind wir ja dann schneller als Riolu. Ja, das stimmt schon, aber Riolu. Nee, also wir können mit Riolu einfach Helping Hand drücken, dann würde das, oder? Weil Custard Berry ist Helping Hand könnten wir noch drücken. Ja, eben. Helping Hand können wir noch. Deswegen würde ich sagen, wenn wir jetzt D-Tech drücken, dann würden wir Riolu behalten, könnte immer noch Helping Hand auf Zähnchen oder Kerzen halt eben einsetzen. Ja, stimmt, ist vielleicht wahr. Wobei wäre jetzt natürlich auch wild, wenn das ein physisches Magneton ist, aber nee. Das wäre lustig, aber da gehe ich mal ganz stark nicht von aus. Aber der war ziemlich schnell, ne? Also maybe, aber wir werden mit Chandelure trotzdem schneller sein. Also brauchen wir nicht. Naja, klar. Aber ich würde jetzt sowieso, solange der Regen noch draußen ist, vielleicht sogar in Raikou gehen, aber I don't know. Ja, okay, wir gehen einfach auf Max Starfall erstmal auf Blastoise, ja? Ja, gut. Jetzt sowieso. Ja, gut. So, D-Tag für den Fall, nur für den Fall. Genau, guck, da geht, ja, geil, schon mal sehr schön. Mal gucken, Roll! Oh, schade. Ja, schade. Aber egal, kann man nichts machen. Genau, jetzt gehen wir in Kerzchen. Okay. Ja, genau. Bei der Hydro Cannon ist das. Wobei, ist Zähnchen nicht. Ich hab doch gemeint Zähnchen. Ja, aber hab ich jetzt auch gerade überlegt. Ja, warum nicht einfach Zähnchen? Weil Magneton kann doch mit seinen Steps auch nichts gegen Zähnchen machen. Und ja. Zähnchen hat sogar, glaube ich, die bessere Spezialverteidigung, wenn wir so reden. Das stimmt. Ja, lass Zähnchen gehen, komm. Ja. Der hat noch Terrakion in the bag, da habe ich ein bisschen Angst vor. Hast du drauf gekriegt, oder? Ja, ich hab drauf gedrückt. So, ja, was machen wir? Helping Hand oder egal? Oder Coaching für Terrakion oder so, keine Ahnung. Ja, die Sache, ja, stimmt. Also ich glaube, also Blastoise werden wir definitiv ausnocken können. Ich würde auch jetzt, außer halt, der hat jetzt Protect, das könnte natürlich sein. Die Sache ist halt, wenn, dann wäre es halt jetzt der Play noch auf, wie heißt er? Blastoise zu gehen, weil wenn Terrakion dann reinkommt, ist noch der Regen aktiv. Haben wir Scald? Aber, ja, wir haben Scald, ja. Weil im Regen Scald böllert halt um. Das heißt, ich würde, selbst wenn der jetzt Protect haben könnte, das Risiko eingehen, bin ich ehrlich. Wir können ja Magneton sowieso nicht one-shotten. Nee. Ich glaube, die Dynamax hört auf danach, oder? Ja, next turn hört die auf, so ist es. Dann ist es, glaube ich, jetzt immer der Play, erstmal. Also wir können jetzt eigentlich auf Coaching gehen. Ich glaube, Helping Hand brauchen wir nicht, damit wir Blastoise hier killen. Nee, auf gar keinen Fall. Blastoise sollte sowieso sterben. Also
das. Außerdem kommt, muss Blaze. Warte mal, warte, was ist denn Hydro Cannon nochmal? Hydro Cannon ist Aqua Kaubitze, glaube ich, oder? Hydro Cannon? Aqua-Hobize, ja. Aber wir haben ja nicht getroffen, also ich glaube nicht, dass er aufheilen muss, weil wir haben ja hier Detect gedrückt, also er hat ja nicht getroffen, das heißt... Ja, stimmt. Also ja. Wir können auch theoretisch jetzt Detect drücken, maybe, falls er uns wieder rausnehmen möchte, aber ich weiß halt nicht. Aber wir sind ja schneller mit Raikou. Ach stimmt, wir können auch einfach Coaching drücken, damit wir, genau, dann... Ja, stimmt, ja. Stimmt. Okay, dann lass das machen. Coaching und Thunderbolt. Ja, genau. aber ist egal, wir mussten dafür gehen, ja. Weil... Nee, stimmt, das stimmt. Steel Spike macht mehr Schaden als gewollt, muss ich sagen. Aber nee, Electric Train hat keine Wirkung gehabt. Egal. Ja, er kann wohl kaum auf Double Protect gehen. Nee, kann er nicht. Ich würde jetzt auch Blasters actually, glaube ich, rausnehmen. Würde ich auch sagen. Weil Magneton ist ja jetzt Int, wenn der Sturdy hat. Das stimmt, ja. Ja, deswegen. Ja, das ist echt eine schwierige Kiste noch. Ich weiß nicht, wie wir Terrakion noch down kriegen sollen, weil... Aber wobei, das Magneton... Wir sind schneller, ne? Das heißt, Magneton ist dann down, aber wir kriegen dann... Also Regen ist halt weg, ne? Also mit Scald würden wir den... Vielleicht kriegen wir einen Burn, komm. Wir kriegen einfach einen Burn, so. Und dann ist die Sache halt... Richtig. Ich genau. Weiß auch nicht, ob Channeler dann... entspannter war das. Oh, geht sogar hardcore geht raus, okay. Instant raus. Okay. Wild. Steel Beam hat er sogar tatsächlich. Steel Beam. Okay. Holy shit, okay, so wie es... Okay, jetzt... Okay, dann müssen wir jetzt... Müssen wir uns jetzt actually auf Shadow Ball locken, oder? Ist, glaube ich, best bet mit Helping Hand. Ja, dann gehen Helping Hand und Shadow Ball auf Terrakion. Ja. Und dann einfach hoffen, dass wir T-Bolt überleben. Das Teil macht sehr viel Schaden. Also. Ja. Komm, müssen wir machen. Shadow Ball. Müssen wir machen. Auf Terrakion, ja? Ja, müssen wir, keine Ahnung. Oh also, shit! Oh shit! Yes, okay. Willst du überleben? Electroweb? Ah nein, jetzt ist er schneller. Wobei, nee. Warte, vielleicht. Nee. Ach nee, wer hat ja immer noch Blastoise, dann ist ja... scheiße, dann ist ja sowieso egal. Ja, dann ist egal, dann war's das. Ja, sogar... vielleicht spielt er nicht Fullspeed oder sowas, aber keine Ahnung. Nee, ist egal, also ja. Jetzt... Ja. Noch ein Kill geholt. Immerhin. Discharge hat er sogar noch. Okay, ja. Müssen wir uns mal merken. Electroweb, Discharge, Steel Beam. Okay. Ja, WP. Okay. WP schreibe ich auf jeden Fall. Gut, okay. Doof. Ich rematch ja, den tatsächlich. Mal. Tatsächlich. Ja, nee, das ist ganz klar. Hast du das Matchup gespeichert? Nein. Perfekt. So wie nie, Alter, das ist so peinlich. Vielleicht. Ja, der macht halt schon kranken Damage. Ja, ich hab's ja gesagt gehabt. Also ich hatte den ja auch in MPBL gehabt. Und so mit Steel Beam, wie gesagt, ich meinte ich auch schon, damit habe ich glaube ich einen Pixie oder sowas gewonshot in der Dynamax. Das war halt. Brutal, so das. Ja, gut, okay, Pixie. Also. Ich glaube, es war Pixie, ich bin mir nicht sicher, aber trotzdem in der Dynamax. Aber er wird ja auch sehr effektiv getroffen. Ja, trotzdem. Aber Steel Beam, weil er macht doch Trillionen Damage. Ja, das meine ich doch. Ja, was wollen wir ändern? Maybe Fäustchen und Bläschen jetzt probieren mit der Trick Room Strat? Ich meine, der hat Elfen ja nicht geleadet vorhin. Richtig. Das heißt, wir können das mit Copycat spielen. Ja. Das war. Also ich finde Blaze sieht sogar ziemlich gut aus gegen sein Team, not gonna lie. Ja, es ist auch relativ gut. Wollen wir Blaze im Fäustchen machen jetzt? Ja, und die Frage ist, wen in the back? Flösschen auf jeden Fall, weil wir wollen den ja in der Trick Room mitspielen. Ja, richtig. Letztes Pokémon ist jetzt eine gute Frage. Welches Pokémon bringt uns das beste Coverage jetzt rein, ne? Weil der wird auch außerhalb vom Trick Room am besten eingesetzt. Also ich fand gerade... Zähnchen an sich nicht schlecht. Ja, sehe ich. Ich glaube, es ist auch besser, actually, weil... ich glaube, wir brauchen den Scarf halt... Also Scarf ist halt dann lästig, ne? Haben wir jetzt eh gesehen. Aber ja, genau, haben wir ja gesehen. Ja, wollen wir Zähnchen gehen? Ja, gehen wir... Oh, ich wollte gerade sagen, oh, du hast so einen Stopp gemacht in deinem Reden, Junge. Ich habe Angst. Nein, warum liest du jetzt mit dem Sekunden Träger? Das kannst du doch niemandem erzählen. Und dann sogar mit Golurk, weißt du?
Ja, das ist schlecht. Ich könnte echt das kotzen. Das ist sehr schlecht. Ich könnte kotzen. Aber vielleicht spielt der Trick Room Whimsicott. Was könnt ihr damit jetzt planen? Wir können Coaching und normalen Trick Room drücken. Na, wir können einfach... Warte, nee. Ach, das ist doch alles jetzt scheiße. Das ist komplett kacke, ja. Wir können maybe Detecten und Flösschen hart reinswitchen für Reuniclus, aber... Ja, aber der wird ja mit Golurk jetzt so ziemlich safe. Der spielt doch jetzt vielleicht nicht. Sogar Weakness Policy oder so sein. Ja, kann auch sein, dass der Tailwind da drauf spielt. Vielleicht ja, das können uns jetzt schon ziemlich hops nehmen. Tatsächlich. Außer wir drücken Trick Room, ne? Außer wir kriegen Trick Room raus. Ja, außer wir drücken Trick Room, deswegen... Aber ist halt die Frage, na, ob wir überhaupt da was tanken können. Dann müssen wir Detect drücken und Trick Room. Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, die Frage ist halt, wie gesagt, wenn er jetzt einfach hier straight up auf Weakness Policy geht und so, das wäre halt wild, aber... Ja, eben. Ich weiß nicht, ob wir da euch kalt mal kurz... Ob wir da was tanken, wenn wir auf plus 1 sind mit Runeclass. Es gibt jetzt halt zwei Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass wir was. Wobei, wir könnten theoretisch Coaching drücken, natürlich. Ja, eben. Also ich sag, das ist vielleicht nicht schlecht, aber ist halt die Frage, ob wir können sogar Coaching drücken und. Also. Nee, können wir nicht. Okay, also wenn der Dynamax, der haut uns auch auf plus 1, das heißt, es wäre komplett egal. Scheiße, was machen wir? Wir tanken auf gar keinen Fall was. Ja, aber hätten wir jetzt Flösschen und Fäustchen wieder geleadet, dann wäre das doch wieder. Das wäre doch wieder ultra heftig gewesen. Scheiße. Ja, vielleicht wollen wir detecten und Reuniclus rausswitchen mit Flösschen, ich weiß es nicht. Ja, und dann? Also Flösschen soll schon was tanken wahrscheinlich. Und dann kommt die Custardberry. Ja, das mag sein. Ja, okay, das könnte funktionieren, actually. Das könnte actually funktionieren. Aber ist halt die Frage, ob er sich. Also wenn er sich jetzt mit Weakness Policy boostet, dann wird es ziemlich sicher over sein. Aber es ist okay. Wir müssen es so machen. Sicher? Naja, sicher bin ich mir nicht, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben gar kein anderes Counterplay. Also Detect und rausswitchen. Ja. Ach du Scheiße! Taunt ist okay. Was hast du vor? Max Phantasm? Das sollte uns nicht killen. Das ist aber nicht Custardberry Range. Haut uns genau nicht in die Range. Aber wir haben so eine Scheiße. Junge, das kannst du niemandem erzählen, ey. Ja, gut. Aber wir sind... Oh nein, wir sind ja langsamer jetzt, weil wir kein Speed-Investment haben. Richtig. Scheiße. Das ist richtig. Okay, wir haben komplett reingeschissen. Aber meinst du, er spielt Fullspeed Golurk? Vielleicht spielt er das ja gar nicht. Dann können wir ihn immer noch outspeeden. Spielt minus Speed. Ja, aber wir haben 81 und wenn der normal, dann können, also wenn er ohne Investment hat, dann hat er 75. Okay, dann hoffen wir mal. Soll ich Helping Hand drücken? Ja, aber ja, müssen wir. Und dann, Dynamaxen wollen wir nicht, wobei, oder? Damit eh nochmal ein Taunt kommen, sind wir ehrlich. Aber Helping Hand geht über Taunt. Ach so, ja, stimmt, das hat er mehr Prio. Ja, ist klar, dann Helping Hand, let's go. Helping Hand und Waterfall, weil Dynamax lohnt sich nicht mehr. Ja. Das ist so dumm, ey. Ja! Jetzt kommt Weakness Policy, pass auf. Ah, nee, kommt nicht. Gut. Gott sei Dank. Ja, aber er hat nicht mal Taunt eingesetzt. Trick Room! Yo, was? Trick Room! Warte, okay. Wait. It's not over. Dann gehen wir jetzt ins Blitzchen, oder? Wait, it's not over, oder? It's not over. Nein, überhaupt nicht. Wait. Das ist ja freundlich. Wait, das ist übel freundlich. Wollen wir Helping Hand drücken und dann einfach das Golurk rausnehmen? One-Shotten? Ja. Ja, würde ich schon sagen. Dynamax? Ja, genau. Mindstorm oder Overgrowth? Also Mindstorm wird auch killen, aber Overgrowth würden wir Grassy Terrain. Was macht ein Mindstorm? Ach ja, Mindstorm bringt Psychic Terrain. Wäre natürlich auch ganz geil, weil dann könnte er zum Beispiel nicht Blastoise mit Fakeout rausschicken. Er könnte keine Prios einsetzen. Richtig. Ja, Mindstorm. Aber die Frage ist, ob das killt. Das will ich erstmal kalten. Safe. Da würde ich meinen Arsch drauf verwetten. Ja. Aber also Max Mindstorm macht 55 bis 65. Moment, ich kalte mal mit Full... wenn er Full KP ist, dann wird er ja sein. Dann ist das schon eine andere Geschichte. Er macht 46 bis 55. Das könnte ein Roll sein. Wo kalkst du? Bei mir macht das 69 bis 82. Hä?
Hä? Hä? Warum? Hast du auch Dynamax bei ihm drin? Ja, klar! Was? Okay, ich hab sogar 4 ins Bedeff. Ich weiß nicht, was du da kannst. Du hast auch Full KP. Ja, Full KP. Das habe ich hier gerade, das habe ich on-screen, habe ich das. Okay, dann mach's einfach. Dann, ja, ich mach's. Kalk mal wieder kaputt. Da ist dein Kalk wieder kaputt, dann mach ich das. So. Ach, ich hab Helping Hand nicht drin, ich verliere. Ja, da geht's schon los, mein Freund. Ist okay, Todd. Es juckt mich ein Scheißdreck. Bam! Okay, wir sind wieder drin eigentlich. Ja. Fäustchen ist natürlich doof, der kannst du nur für Zweifel einsetzen. Ja, wir könnten rauswechseln. Könnten wir, ja klar. Jetzt können wir nicht mehr raus. Wobei doch, wir können ja rauswechseln. Lass rauswechseln. Ja, klar. Und dann? Ist ja kein schlechtes Matchup. Und halt auf Magneton gleich gehen, ne? Oder? Alter, Magneton, weißt du, wie viel Schaden der gegen uns machen wird? Wir können auch Max garden und kurz warten, bis. Wobei, das bringt uns ja gar nichts. Was laber ich da? Was ist, wenn er Analytic spielt, Gedöns? Das könnte auch sehr gut sein. Dann. So viel Damage, wie das vorher war. Also, die Sache ist Max Mindstorm. Ja, warte. Ah, ne, ich habe aber Helping Hand noch drin. Shit. Ey, wenn Focus Blast auch. Ich wollte gerade sagen, Knuckle wird ihn rausnehmen. Soll ich das einfach drücken? Ja, wenn. Hoffen wir, dass er nicht sturdy ist. Das wäre natürlich super, ja. Weil, wenn er Full selbst, HP spielt, dann ist was anderes. Aber das sehen wir selbst dann. Selbst wenn, ist das noch immer besser, weil dann macht er uns weniger Damage. Das heißt, wir gehen jetzt raus in Zähnchen mit Fäustchen, würde ich sagen. Warte, was hast du gerade gesagt? Also Fäustchen raus, ne? Fäustchen raus in Zähnchen. Okay. Ja, okay, nicht das. Oh Gott, du machst mir hier wieder Panik. Obwohl da kein sein sollte. Scheiße. Hallo. Moin, Grüße. Scheiße. Stimmt, er hat sein Dynamax ja schon verbraucht, das heißt. Ja. Das ist natürlich praktisch. Ist absolut korrekt. Er könnte echt Analytic haben, aber das sehen wir jetzt ja gleich. So, Zähnchen kommt erstmal rein. Max Knuckle, jetzt sehen wir das hier erstmal im Schaden. Oh, was? Er ist wirklich Full HP, holy shit. Er ist wirklich Full HP. Flash Cannon macht keinen Schaden, vergiss es. Moonblast auch nicht, yes! Okay. Frage. Nee. Wir sind ja langsam als. Wollen wir Magneton raus? Doch klar, Magneton. Das heißt. Wir könnten. Ja, wir gehen, denke ich, aufs Gold, auf Magneton und sonst auf Whimsicott. Oder. Ja? Also ich würde persönlich halt aufs Gold gehen, weil. Aber wir sind langsamer mit Raikou, ne? Das heißt, das Magneton wird auf jeden Fall einen Hit rausballern. Ja, klar, aber. Was, wenn er jetzt Steel Beam drückt? Hallo? Ja, aber das reicht doch nicht, oder? Aber es macht scheiße viel Schaden. Ja und? Scheiß doch drauf, dass der viel Schaden macht. Hey, ja, solange wir Zähnchen noch haben, ja, okay. Ist es doch egal. Guck, Electroweb, der macht uns sogar noch langsamer. Geilo. Zack. Wenn wir jetzt noch ein wenn jetzt Trick Room vorbei wäre. Ach, das so. Nee, das ist schade. Oder? Oh. Ich glaube, ich würde jetzt sogar Raikou, glaube ich, rausswitchen, oder? Gegen ein Fäustchen, oder? Ja. Müssen wir, glaube ich. Wollen wir das machen? I guess, ja. Wir haben noch einen Sash. Ich glaube nicht, dass er uns doubled. Ja, dann gehen wir. Die Sache ist halt, was blöd ist. Wir können keine Brios drücken. Ja, stimmt halt. Alles bei uns ist Prio, nur so nebenbei, wir können gar nichts drücken. Aber wir können eine Prio gegen unser eigenes Pokémon drücken. Nur beim Gegner ist das. Ja, true. Ja, dann passt das. Dann gehen wir in Fäustchen mit Raikou raus. Ja, weil genau. Ich glaube, das ist unser einziges. Hätte ich auch gesagt. Und Psyshock halt in Terrakion. Ja. Ich glaube, das ist wirklich unser einziger Play. Ich glaube, ansonsten ist das zu blöd. Oh, der doubled uns. Ja, okay, dann ist der auf jeden Fall down. Ah, Earthquake! Holy shit! Wait. Das ist aber gar nicht mal unbedingt schlecht. Ja, oder? Doch, EQ killt uns. Wobei, nee, EQ killt uns, vergiss es. Können wir vergessen. Aber warte. Weil, ich glaube, actually ist es der Play auf Thunderwave zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Was? Wir sind ja schneller als der, oder? Warum? Damit der. Warte mal. Du willst. Warte. Ja, wenn er die Para bekommt. Ich weiß schon, was du meinst. Warte, wie viel Schaden hat der gemacht? Wir können halt mit Scald nicht one-shotten, das ist halt das Problem. Nee. Fäustchen. Wie viel Schaden hat Fäustchen bitte von EQ bekommen? What the fuck? Wait, was? 77%? Ach so, ich weiß jetzt auch wieso.
Okay, das heißt, er spielt auf... Halt actually, also, ich glaube, actually, der beste Play ist es jetzt, auf Thunderwave zu gehen, zu hoffen, dass jetzt die Para kommt. Und wenn die Para kommt, können wir dann Helping Hand drücken und mit Skold zu einer guten Roll killen. Zu einer guten Roll? Ja, da steht 98 bis 116. Also, das ist noch... Das ist 93%ige Killchance. Wir können... Steht warum da. Drücken wir jetzt nicht einfach Helping Hand und... Und Skold, das kann ihn rausnehmen. Es geht aufs... Ach so, ich dachte... Okay. Ja, ja gut. Aufs eigene Pokémon ja, geht okay. Das. Dann, oder bin dann ich jetzt... Warte mal. Psychic Terrain... Ich glaube, so war das. Ich bin... Wie gesagt, ich kenne mich bei Doppelkämpfen da nicht aus. Ich kann schwören, da habe ich doch mit Kentucky drüber gesprochen. Genau, only blocks priority from opponents. Okay, dann ist okay. Dann können wir direkt Helping Hand auf Skold gehen. Ja, Helping Hand Skold. Dann könnte das fein sein. Ja. Ja? Nein! Oh. Nein! Nein! Schade, nein! Sehr, sehr schade. Oh, es war so knapp. Holy shit, Alter. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen gehofft habe ich auf jeden Fall, ne? Dass er ein bisschen Investment hatte, der Junge. Ja. Shit. Aber trotzdem eigentlich. Heftige Kämpfe. Schade. Das war echt knappe Kiste, hat er auch schon richtig geschrieben gehabt. Also auf jeden Fall kann man davon sprechen, dass wir da echt mit Druck gearbeitet haben. Boah! Spannung war Programm. War sehr wild. Halleluja. Ja, gut. Boah, ich will uns auch gar nicht lange aufhalten. Wir haben das sehr spät jetzt hier vereinbart mit dem Termin. Ich würde einfach sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, Link zu Pox Kanal ist selbstverständlich weiter in der Videobeschreibung. Jawohl. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum nächsten Spieltag. Hoffentlich dann auch wieder mit ein paar Punkten, die wir einfahren können. Das war doch ein sehr spannendes Spielchen hier. Und ich würde sagen, du hast jetzt die letzten Worte, Pock. Kauf mir Merch. Du hast nicht mal Merch. Tschüss. Das ist wahr. Tschüss.